Also, ich würde sagen, wir gucken mal wieder bei Gerrit und Anni vorbei, bei den Naturensöhnen. Und zwar haben die nämlich zwei Seven vs. Wild Videos gemacht. Und wir starten einfach mit dem ersten. Tricks für Seven vs. Wild. Kann man damit wirklich was reißen? Die probieren und testen hier was aus. Wir gucken rein. Wenn ihr wissen wollt, was wir testen, dann bleibt dabei. Also ich versuche immer vorher zu, oder ich sage immer vorher so ein bisschen meine Meinung, was ich denke, und dann gucken wir mal, wie es wirklich ist. Taschen, Leute! Taschen! Wir sind immer da draußen und heute testen wir Zeugs. Mhm. Richtig. Wir wollen uns ja ein bisschen auf Seven vs. Wild vorbereiten, haben da so einige Dinge online gesehen, die wir mal ausprobieren wollen, weil man hat ja wenig Platz und muss dann echt haushalten, was man so mitnehmen kann. Ja. Ja, und da müssen wir jetzt mal einige Dinge ausprobieren. Wird ein geiles Video. Es wird, glaube ich, sehr, sehr interessant, was wir da alles ausprobieren. Also gehen wir direkt rein. Wir gehen direkt rein, Gerrit. Wir gehen direkt rein. Also gehen wir jetzt rein, oder? 4K hier erstmal einstellen. Ja. Test Nummer 1. Wir wollen in unserer Hygieneflasche eigentlich ein Sägeblatt oder eine Säge haben. Ja. Jetzt verbraucht das aber sehr viel Platz, deswegen gucken wir, ob wir einfach ein Sägeblatt ohne Griff da reinbekommen. Vielleicht zwei Schrauben oder eine Schraube, eine Mutter rein. Ja. Vielleicht sogar zwei Sägeblätter dann. Kannst du direkt und dann vor Ort quasi arbeiten. Genau, und dann vor Ort quasi bauen. Weil, wir haben hier auch noch die andere bei, der Griff verbraucht natürlich ohne Ende Platz. Ne? Also wenn man das hier mal vergleicht, ach, das ist sogar die kürzere, ne? Oder? Nee, nee, ist, es nicht. Ist die gleiche. Ja. Ja, der Griff verbraucht natürlich ohne Ende Platz. Und wenn du anstatt dem Griff hier einfach zwei so platte Sägeblätter mit reinkriegst und dann dir halt schnell was baust, wäre halt mega geil. Ja. Jetzt ist das Ding. Die Frage ist halt, also klar, das sind alles Gedanken, die ich natürlich auch schon hatte, die auch noch da sind, wo auch noch keine Entscheidung getroffen ist. Ich habe mit Martin auch noch nicht drüber gesprochen. Wir treffen uns jetzt nächste Woche treffen wir uns und werden vieles mal durchsprechen und auch planen und gucken, wann machen wir Training, dies, das. Der Punkt ist hierfür jetzt erstmal einen Griff zu finden, der hier passt. Dann musst du das damit irgendwie einsägen. Du brauchst auf jeden Fall natürlich, wie er schon gesagt hat, irgendwie eine Art Schraube, Mutter zum Kontern, dies, das. Und du musst ja auch erstmal ein Stück Holz finden und das vielleicht auch schon sägen. Also klar, kann man auf jeden Fall machen, kostet aber auf jeden Fall auch gut Zeit am Anfang. Ich weiß nicht, ob es so richtig stabil ist. Ich bin mal gespannt. Wir haben hier nur ein Loch. Eigentlich brauchen wir zwei. Ja. Genau, wenn du ein Loch machst, dann kippt es ja die ganze Zeit. Das ist ja das Problem. Und wenn du jetzt hier noch ein zweites Loch zum Beispiel reinmachst, dann nimmst du ja übel viel von dem Sägeblätter nochmal weg, weil das ja hier überlappend gearbeitet werden muss. Also nur aus der Theorie, vom Gedanken her, überzeugt mich das nicht, da einen Griff selber zu bauen. Um halt das Ding gut verkanten zu können. Wir waren gerade im Bunker, haben mit einer Bohrmaschine und mit einem Metallbohrer versucht, ein Loch reinzubohren. Ja. Ist halt gehärteter Stahl wahrscheinlich. Kommst nicht durch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was brauchen wir für einen Bohrer? Irgendwas wahrscheinlich mit Diamantbohrer, hast du nicht gesehen. Und eine Ständerbohrmaschine haben wir zu Hause, machen wir das nächste Mal. Wir testen jetzt aber, ob es theoretisch eigentlich auch möglich ist, jetzt erstmal nur mit der einen Schraube zu arbeiten. Klar wird es sich ein bisschen bewegen, ist schon logisch. Ja. Aber wir wollen einfach erstmal sehen, kann man, wenn man nur dieses Sägeblatt hat, überhaupt das Grundgestell gut bauen. Ja. Genau. Und das werden wir jetzt mit einem Taschenmesser zusammen. Und das werden wir jetzt probieren. So, wir haben jetzt hier ein Stöckchen. Oh, ging gut. Ja, ist ein bisschen morsch, bin ich ehrlich. Ja, dann nimm noch ein anderes. Geht eigentlich, ja. Kannst du auf jeden Fall mit einer Hand sägen. Wir machen ein bisschen längeres Sägeblatt. Soll ich mal hier so? Sägeblatt, Sägegriff natürlich. Oh, geht gar nicht schlecht, ne? Jetzt sägen wir hier einen kleinen Schlitz rein. Hä, warte mal. Und verletzen uns dabei stark. Okay, warte mal. Aber jetzt sägen die damit einen Schlitz rein ja mit einer Säge von einem Taschenmesser. Das heißt, die nehmen auf jeden Fall ein Taschenmesser mit, oder was? Nee, am besten nicht. Okay, also das heißt, die müssen dann ja auf jeden Fall... Hab ich dazu erbarmt, hier auch mal unten festzuhalten. Es ist ja eine Team-Edition. Ist ja auch eine Team-Edition. Ja. Damit Andi da bessere, also hier unten hast du halt einen besseren Hebel, ne? Es ist jetzt ungefährlicher für mich sozusagen. Ja. So, reicht die Tiefe? Könnte reichen. Wir testen mal. Ja. Aber womit bohrst du jetzt das Loch? Okay, du bohrst das Loch mit der Ahle vom Taschenmesser. Du brauchst dann aber zwingend ein Taschenmesser, um das Ding bauen zu können. Wofür brauchst du sonst das Taschenmesser? Oder nehmen die das Taschenmesser als normales Messer mit? Ja. Ja, weiß ich nicht. Zack, indessen wir das in der Wildnis machen, kommt dann ein Grizzlybär auf uns zugerannt. Ja, und jetzt stehst du da, Ist es halt so. Komm noch. Sieht schon mal extrem cool aus, muss ich sagen. Ja, irgendwie schon, ne? Wenn du noch so schön ausschnitzt und so weiter. Das ist doch eine Waffe. Na ja, klar. Kommt der Grizzlybär, komm noch. Na, kommt er. Jetzt ein Loch mit einer Aale. So, jetzt markieren wir uns das hier. Okay, clever, ja. Das passt. Und dann wird hier gebohrt.
Tiefer? Kann ich tiefer. Echt nicht? Ich glaube nicht. Muss auch noch tiefer. Da, oh, oh, da ist es. Da ist es. Alter. Perfekt. Gut, dann nicht ergonomisch, aber perfekt. So, dann haben wir hier eine Schraube und eine Unterlegscheibe. Oh. Ja, ja, ist Spax. Da hinten ist Spax. Aber das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Komm mal, komm mal hier. Komm mal hier. Nice. Freunde. Ja, kann nämlich einschneiden, wenn wir Weichholz haben, deswegen eine Unterlegscheibe. Ja, noch. Und hier haben wir jetzt was ganz Geiles. Ja. Noch eine Unterlegscheibe. Ja. Ja. Und dann haben wir nämlich. Ah, okay. Die Mutter. Okay, das ist clever. Wir gar kein Werkzeug. Höchstens nur auf der anderen Seite, um gegenzuhalten, dann einen Schraubendreher. Und den haben wir ja am Taschenmesser dran. Ist sehr flach hier auf. Ich glaub, okay, du brauchst halt safe das Taschenmesser dazu. Für die Aale, gut, das mit Sägen würde noch gehen. Zum Gegenkontern, damit du es wirklich richtig festmachen kannst. Am ehesten den dann wahrscheinlich nehmen. Ah, okay. Okay. Gut. Alter. Wie geht's bei uns jetzt im Shop? Gut. Für 30 Euro. Man merkt schon, man braucht die zwei auch, ne? It's not a bug, it's a feature. Das ist nämlich eine Klappsäge. Jetzt ist noch eine Klappsäge. Oh, aber ich würde trotzdem probieren, weil nach oben geht sie nicht weiter. Also hier in die Richtung optimal. Kann ich es nicht kicken. Wie cool ist das schon mal jetzt so? Ja, schon nice. Jetzt testen wir das Ganze mal. Jetzt ist auch uns gerade aufgefallen, das ist eigentlich die perfekte Länge, weil entweder ja, Einhandsäge oder mit zwei. Oder wenn irgendwas Hartes ist. Ja, ist top, wird gut funktionieren. Schon nicht schlecht. Also würde ich quasi. Das, guck mal, das Ding ist. Wenn du jetzt halt noch ein zweites Loch reinmachst für eine zweite Schraube, dann muss halt der Stamm, der Griff, auch noch mal 2-3 Zentimeter länger sein. Und damit nimmst du dir dann aber plötzlich hier super viel vom Sägeblatt weg. Und du nimmst dir ja jetzt schon krass was vom Sägeblatt weg, würde ich sagen. Das Sägeblatt ging ja eigentlich, also du verlierst ja jetzt schon mal locker fast, würde ich sagen, 2 Zentimeter Sägeblatt hier unten. Was ist noch okay ist, aber ja. Die 3 Hände lang. Vielleicht kann man es sogar noch ein bisschen länger lassen dann einfach. Oder so. Meinst du gleich alles andere? Verstehst du? Oben so. Auch noch anschleifen. Also das, pass auf. Ne? Also das wird easy gehen. Mich würde tatsächlich mal interessieren, was so das Dickste ist, was du durchkriegst. Also sowas wird wahrscheinlich auch noch gehen. Aber was ist, wenn du jetzt wirklich mal so ein 10 cm Oschi hast? Ist auf jeden Fall cool. Klappt. Die kann auch klappen, musst du ein bisschen aufpassen. Ja, okay. Eine Zugsäge an, richtig. Das geht ja richtig an. Ja, klar. Geil. Also, es ging auch gerade ohne Griff, ja. Aber. Was Größeres? Was Dickeres? Ah, ja, Größeres. Oh ja. Level. Ich meine, dass die Sägen von der Firma gut sägen, wissen wir ja schon. Ja. Aber guck mal, geht sogar noch mehr dann. Wir schauen mal. Ja. Ja, krass, also die Dicke geht sogar gut. Ja, ist auch schon ein bisschen verharzt, das merkt man auch. Also schon Schwierigkeitsgrad mehr, sieht man hier auch am Sägeblatt. Warum klappt die denn eigentlich nicht nach oben, sondern nur nach unten? Weiß ja, weil die ja gegenblockiert, weil der Schlitz. Doch, ich kann es dir vielleicht schon sagen. Weil da der Rücken ist, ne? Ja. Weil hier an der Stelle ist die länger und rastet dann quasi im Stock ein, sozusagen hinten. Man sieht es ja, die knackt ein bisschen nach oben. Also eigentlich reicht ja wirklich dann eine Schraube. Also klar, mit zwei ist dann. Zwei ist halt sicherer. Genau, das wollen wir ja auch. Wir wollen ja Sicherheit. Aber das ist ja schnell gemacht. Ja. Ja, noch dicker wird schon kritisch dann, ne? Ja, aber ey, ja, guck mal, hier durch zwei Äste durch. Ja, aber guck mal, das ist ja top. Ich meine, realistisch gesehen, was willst du halt mehr sägen, ne? Trotzdem ging's. Ja, cool. Aber welche ist das jetzt? Noch mal eine Nummer dicker? Welche Länge? Einfach um jetzt nochmal die Endstufe zu testen. So, wir haben uns jetzt einen Stamm rausgesucht. Dicker brauchen wir keinen Stamm. Zum Bauen nicht, zum Holz machen nicht. Also, das ist schon der dickste Stamm, den man braucht. Und welche Länge ist das? 130 oder 170er? Sicher, dass die 130er ist? Guck mal, das ist auch machbar. Also selbst das, die Dicke ist schon Quatsch, richtig, aber es richtig. Geht einfach darum, ist es jetzt noch möglich genau. Mit einem 17 cm? Ich lieb das, ne? Ich könnte gerade so Sachen sagen. Das glaube ich sehr ja. Wenn ich den Chat so angucke. Wir probieren das aus. Wie lost wieder dieser Chat, das ist so geil. Nee, pack die ein, die stoppt wirklich, klasse. Finde ich gut, das Modell. Ja, mach ruhig. Ja, das ist natürlich auch eine Technik, die man nicht vergessen darf. Du kannst ja auch so ein bisschen ranarbeiten, ne? Krass, krass. Ah, doch die 170er, ne, Chat? Doch die 170er. Ja. 17 cm, ja. Aber Chat schreibt erstmal, oh, die 170er würde nicht in die Flasche passen. Nee, ist top. Ja, selbst die Decke geht gut. Alter, das also ist also absolut. Machen wir uns mal nichts vor. Das ist so dick wie mein Oberarm. Was sollen wir damit machen? Ja.
Aber falls man irgendwelche Stützpfeiler braucht, die meinetwegen so dick sind, damit ein Grizzlybär drauf schlafen kann, warum auch immer, vielleicht bauen wir für einen Grizzlybär einfach ein Lager. Mit der Stammdicke könntest du wahrscheinlich sogar ein grizzly-sicheres Lager bauen, wenn du das ordentlich irgendwie. Mal gucken, auf jeden Fall ist es möglich. Ja. Ja. Also, Zip kommt schon mal wahrscheinlich mit. Es ist schon mal top. Fazit der Säge. Es geht relativ schnell zu. Okay, das heißt, die Jungs packen aber auf jeden Fall auch ein Schweizer Taschenmesser mit ein und müssen dann ja zusätzlich eine Schraube. Oh, das Ding ist, Leute, ich würde manchmal gerne Informationen gerade jetzt mit euch teilen, aber ich kann es jetzt noch nicht, okay? Ich habe natürlich gewisse Gedanken in meinem Kopf, die ich aber jetzt nicht aussprechen kann. Es bringt euch auch nichts, wenn ich gewisse Sachen jetzt, die zu pikant sind, sage ich mal, ausspreche und dann plötzlich jede Flasche gleich aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Machen, sage ich mal, schnell zu arbeiten. Ist es sicher? Einziger Optimierungsbedarf, wir würden jetzt wirklich ein zweites Loch noch reinbohren. Ja, damit und, du den ja. Scheiß hier, also das hier nicht hast. Ist nicht so schlimm, aber es ist vielleicht doch gefährlich draußen. Alles, was wo keine Gefahr ist, das machen wir. Deswegen eine zweite Schraube rein und dann schick. Ja, also ich glaube, wir wollen uns jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster nehmen. Ich glaube, wenn man eine Säge mitnehmen will, ist das die effektivste Variante. Ich sage nein. Ich sage nein. Wir müssen die anderen Varianten noch testen, aber das sieht jetzt erstmal. Ich bin positiv überrascht. Das ist geil. Ich bin im Internet unterwegs. Ich reiß jetzt mal den Maul auf. Ja, brauche ich nicht testen. Ist die beste Variante. Fakt. Ich sag nein. Wir wollen uns mit der Thematik Wetterschutz auseinandersetzen. Oh. Weil unserer Meinung nach. Nee, eigentlich das Wichtigste, finde ich. Wenn du ein gutes Shelter hast, da bist du erstmal. Ja. Also das Wichtigste. Boah, ist super schwer zu sagen, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit oben, ja. Einigermaßen gesettelt, weil wenn du die ganze Zeit nass bist, ist Arsch. Ja. Und aus natürlichen Materialien wirklich zu 100% ein regendichtes, ein wasserdichtes Shelter zu bauen, es ist fast unmöglich. Beziehungsweise man hat es gesehen, es ist ein laufender Prozess, du müsstest jeden Tag immer mehr Moos, immer mehr Blätter raufhauen. Ja, du bräuchtest halt eine super krasse Grundlage, weiß ich, so frische Fichtenrinne, die du wirklich von einem Baum schälst und dann wie so Dachschindeln legst. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, sowas zu finden, damit würde ich nicht rechnen. Und das ist auch ein super arbeitsintensiver Prozess, das zu machen. Ja. Richtig. Ja. Und wir wollen uns da so zu Hause vorbereiten, dass wir da dann möglichst wenig Stress. Einfach wenig Stress, weil wir haben da so viele Sachen zu tun, so viel zu beachten, deswegen so einfach wie möglich machen. Nee, wir werden auch einfach mit uns selbst zu tun haben. Einfach auf uns selbst klarkommen. Ist richtig. Auf einer kleinen Findungsreise. Deswegen testen wir jetzt Folien, und zwar drei verschiedene Stück. Okay, finde ich stark. Sage ich ganz ehrlich, habe ich mich in der Praxis noch nicht mit beschäftigt, in der Theorie schon so ein bisschen, aber ist für mich jetzt auch nochmal spannend. Vor allem auch welche Größe tatsächlich. Mhm. Die zeigen wir jetzt einfach erstmal. Ich bin gespannt, welche reißen werden, welche man zerstechen kann, welche nicht. Ja. Folie Nummer 1, jeder kennt sie, die Rettungsdecke. Rettungsdecke. Ja, habe ich auch schon auf dem Schirm gehabt, habe ich tatsächlich auch schon mal einen kleinen Test gemacht. Ist super stabil. Ich glaube, Packmaße, also der einzige negative Punkt, meiner Meinung nach, an einer Rettungsdecke ist die Größe. Und das heißt, du bräuchtest davon mal mindestens zwei. Eigentlich, wenn du es geil machen willst, bräuchtest du eher vier Stück. Vier Stück ist natürlich schon ein ordentliches Volumen. Und das Problem ist, die sind ja nicht miteinander verbunden. Das heißt, du musst sie dann irgendwie doppelt legen. Optimal wäre es aber noch, wenn du die verkleben könntest, müsst dafür extra Sachen mitnehmen. Also ich sag, Rettungsdecke auf jeden Fall richtig, richtig top. Aber das Problem, dass halt die einzeln zu klein sind. Und soweit ich weiß, gibt es keine XXL-Rettungsdecken in, was ich, 3x3 Meter oder irgendwie sowas. Ist relativ klein. Das ist so mein Call vorher, mal gucken. Packmaß, also Vorteil ist auch, reflektiert die Wärme, jedenfalls ein bisschen. Eigentlich ist es mehr der Effekt, dass du was drum hast und du fühlst dich geschützt, wenn du einen Unfall hattest. Anstatt dass es wirklich zu 100% doll Wärme reflektiert. Aber ein bisschen tut es auf jeden Fall. Hat die Maße von 2,10 x 1,60 m, also schon recht groß, sage ich. Genau, 2,10 x 1,60 m, aber das ist halt zu klein. Es ist halt faktisch einfach zu klein. Und du musst ja immer noch ein bisschen bedenken, dass du ja auch ordentlichen Puffer brauchst. Also selbst bei 2,10, was ist eine normale Bettlänge? 2,20 oder 2 Meter oder so? Ich weiß gar nicht, was eine normale Bettlänge ist. Meine hatte 2,50 mal 1,50. Okay, das habe ich noch nie gesagt. Ja, 2 Meter. Aber du musst dir überlegen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Bettlänge hast, wo du normal pennen würdest, und dann hast du 2,10 Meter, dann hast du quasi nur einen Puffer von 5 Zentimetern. Aber du musst ja auch ein bisschen überlappend machen. Das Wasser muss ja auch irgendwo ablaufen und so weiter, ne? Also es ist, ja. Und wie gesagt, ein kleines Packmaß. Kannst du entweder... Ob die Rettungsdecke 2 Wochen lang halten? Ich weiß ja nicht. Da sehe ich nicht so das Problem tatsächlich. Einrollen,
Es ist wirklich ein kleines Packmaß, ja. Für so eine, es gibt Rettungsdecken für 10 Euro, 2x20 x 300? Echt? Okay, muss ich mich noch mit auseinandersetzen. Das wäre natürlich schon mal eine geile Größe. 3 Meter mal 2,20, das wäre heftig. Warte, das will ich mal kurz prüfen. Aber ja, es gibt hier XXL-Rettungsdecken mit 2,20 mal 3 Meter. Okay, das ist natürlich krass. Okay, das wusste ich gar nicht. Naja, sie hat uns das doch schon mal was gebracht. Wir gucken mal weiter. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Eine große Fläche ist schon mal nicht schlecht. Das nächste ist eine ganz klassische Malerfolie. Vorteil bei der Nummer wäre halt das enorm riesige Ausmaß. Also wir haben hier 4x5 Meter. Okay, ist krass. Im Vergleich zu der Rettungsdecke ist sie mehr als doppelt so groß. Was natürlich absolut geil wäre. Problem ist halt, man kennt es ja. Ich glaube, die ist halt überhaupt... Nee, Malerfolie ist halt kein bisschen robust. Da kommt sofort ein Loch rein. Sie ist halt sehr, sehr dünn. Ja. Sehr, sehr dünn und sehr, sehr windanfällig. Also muss man mal schauen. Man kriegt sie auch relativ klein verpackt, wenn man sie so einwagt. Na, ja, aber guck mal, das ist halt schon 20% Flasche, 30% Flasche, ne? Und dann musst du überlegen, du machst ja dazu, packst du jetzt noch das Sägeblatt rein? Zu Malerfolie? Malerfolie plus Sägeblatt? Also Malerfolie, mein Call, jetzt nur eine Theorie vorher, wir werden es gleich sehen, Müll. Aber da, wir wollen es ausprobieren, ja. Aber unser großer Kasus Knackus ist hier auf jeden Fall, wird sie halten? Nein. Glaube ich nicht. Dann haben wir Fensterfolie. Das ist eine Art Thermofolie, die sollst du an dem Fenster machen und dann quasi isolieren die dein Zimmer besser. Okay. Ja? Die sind jetzt 4 Meter mal 1,50 Meter und. 4 Meter mal 1,50 ist natürlich eine scheiß Maß. Aber du könntest. Ja, könnte auch spannend werden. Auch relativ kleines Packmaß. Ob das stabiler ist als die normalen Folien, genau das werden wir jetzt gleich testen. So, wir fangen an. Alter. Die ist auf jeden Fall golden. Alter. Von den ganzen Elstern. Ja, aber was? Was man direkt schon mal merkt, der Schmaß ist halt kacke. Ist doch gar nicht so groß, ne? Ja, ja, eben. Also reißt die jetzt, wenn man das über so einen Stock macht schon. Wir ziehen jetzt hier auch ein bisschen nach unten. Ein bisschen ist gut, Alter. Schon recht stabil, ne? Ja, das ist. Oh, obwohl. Nee, da ist es nur rübergerutscht. Okay. Stabilität ist schon mal gewährleistet, würde ich sagen. Ja, erstaunlich jetzt. Ja. Gut, vielleicht nochmal auf dem anderen. Oder auch mal hier über so eine Spitze rüberlegen? Ja, nee, dann würde ich. Na gut, das ist ja Quatsch. Weiß man da nicht. Ja, aber das würde ich jetzt nicht machen. Boah, naja, das reißt, das reißt. Gut, das ist ja klar. Aber das ist klar. Okay, also pieksen ist böse. Ne, das war ja nicht mal pieksen. Das war ja hier nur so eine Kante. Ja, also das muss klar sein, dass wenn du da was baust, da musst du wirklich vorher über das, wo du es rüber baust, mit Messer rübergehen, gefühlt alles fein abarbeiten, da darf keine Rinde mehr dran sein, da darf kein Ast mehr rausgucken, das ist klar. Es war ja, kommt mal her, Chat, ja, ist schon, kommt mal her. Ja, aber das ist klar. Jetzt über die Kante gerissen. Ja, wahrscheinlich ist es da gerissen. Das ist nämlich spitz. Ich hab's gesehen, wie das hier durchgegangen ist. Leute, Gerrit hat's genau hier gesehen. Hier ist es auch durchgegangen. Ja. Aber ganz genau. Und hier ist ja wirklich keine kraftscharfe Kante. Also wenn da... Da ist doch nur ein Loch. Nee, da. Ah. Und da, guck mal, also das Loch hier, ja, das ist richtig krass, das ist dadurch entstanden. Ja. Da hat es angefangen zu reißen, hier. Ja. Und dann hast du hier, guck mal, da hast du den Ansatz von dem hier. Ah, okay. Also ist schon mal nicht so geil. Okay. Also der Stichtest ist ja klar hier. Zack. Ja. Aber guck mal, was du da... Reißt die? Eigentlich nicht, glaube ich nämlich. Ja, nee, da ist der Widerstand da. Ja, das ist gut zu wissen. Weil es gibt. Du musst es ja immer im Vergleich sehen. Also im Vergleich zur Malerfolie, im Vergleich zur Fensterfolie, ne? Aber das ist ja völlig irrelevant. Ja, aber es gibt auch Folien, die selbst da schon reißen. Oh, auch ein guter Call. Moos, Folie, Moos. Aber ich glaube, wenn du Moos hast, also Moos wahrscheinlich im Sinne von, dass du halt die Folie damit auch schützt, ne? Aber wenn du Moos, Folie und dann nochmal Moos draufpackst, ich weiß nicht, ob da das Moos überhaupt nochmal hält. Ja. Also wenn du da so ziehst, reißt die dann schon. Und wir haben ich finde auch, für so dünn wie die ist, ist die sehr stabil. Aber wenn du hier halt, ja, wenn du da reinstichst, ist halt, obwohl jetzt hier. Das ist ja krass. Obwohl, da reißt es auch. Ja, schade. Ja, Alter. Ist schon stabil. Also mal abgesehen davon, dass ich das Maß nicht so geil finde. Das Maß ist halt scheiße, ja. Ja. Ist sie leider auch nicht stabil. Ja, finde ich schon. Klar, könnte man sie jetzt super vorsichtig behandeln und so weiter. Kann man auch zu rascheln, ist glaube ich ganz scheiße. Dafür aber sehr laut. Ja. Jetzt kommen wir zu der Malerfolie. Ja. Wie gesagt, 4x5 Meter. Da bin ich jetzt mal auf den Test gespannt über das Dreibein da. Quadratmeter ist vom Mars ziemlich krass. Ja,
glaube, was Krasseres kriegst du für das Packmaß auch nicht mit. Von der Größe her. Also die fühlt sich natürlich, das ist ja logisch, kennt ihr auch alle von zu Hause. Nö. Fühlt sich sehr dünn an. Kompletter Müll. Wahrscheinlich auch. Kompletter Müll. Aber gerissen. Einfach abspannen. Ja. Ich würde jetzt, glaube ich, trotzdem mal hier rüber gehen. Ja. Warte mal, was ist denn die 4 Meter Seite? Genau den gleichen Test, oder? Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Ja, ja, genau, damit es vergleichbar ist. Oh, oh, sie hakt sich hier schon überall ein. Hey, 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 hey. Sie zerstört sich schon selber. Alter. Bist du jetzt unten drunter? Ich sehe das hier alles. Oh, Anni, ja, der hat schon Löcher. Echt? Warum ist denn da schon ein Loch drin? Da ist jetzt schon ein Loch drin. Wahrscheinlich, weil sie da hängen geblieben ist. Survival! Schnell Tape drauf! Okay, jetzt ziehen wir das jetzt einfach rüber kurz. Ja, wir nehmen das, komm, Andi, wir nehmen das jetzt mal hier an zwei Stellen. Oh, alles schon kaputt! Wir ja nicht. Überall kaputt! Löcher drin. Oh, Alter. Ja, die ist komplett zerfetzt, kannst du völlig knicken. Okay, da reicht schon, Rinde. Da reicht schon Rinde. Ach du Scheiße. Ja. Ja, hätte man sich bei der Struktur auch denken können, aber die ist ja komplett zerrissen. Na gut. Geil, ich hoffe, wir werden mal noch Folie mit, ey. Und ja, wir wissen, dass das hier alles nicht das Beste für die Umwelt ist, aber wir müssen es ja testen. Ja, eben. Wir müssen es einmal testen, dann müssen wir uns nicht alle testen. Ja. Okay. Schass. Also ja, ist völlig für den Arsch. Guck also, dir das mal an, Alter. Ist halt so dünn, dass du selbst... Ja, das merkst du ja schon. Und Stichtest hast du eh nicht geschafft. Nee. Krass. Ist ja hier über die Rinde ist das weggerissen. Ja, die ist zwar fest, aber... Oh Gott, oh Gott. Letzte Folie, Fensterfolie. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Gibt's auch noch einen anderen Maß, muss man dann mal gucken. Wir haben jetzt erstmal die bestellt. Die wirkt sehr robust. Ja, also steht ja auch drauf, stabil. Ja. Und ich glaube sogar, benutzt die ganzen Ultralight-Tracker, nicht so eine Folie im Ultralight-Bereich mit Unterlagen und so weiter? Ah. Ich glaube ja. Guck mal, wie doll ich gerade ziehe. Also Alter, kannst du nicht gucken, aber. Okay. Na doch, ich merk's ja selber, ich ziehe auch doll. Okay. Ich würde jetzt. Fühlt sich ein bisschen an, als ob wir gerade Menschen im Wald. Ja, ihr wisst schon. Also. Ja, ist kein realistischer Test. Ich würde das gleiche aber trotzdem nur noch mit der Folie machen wollen. Ein Kanu, wir haben Kanu gebaut. Alter, okay. Ja. Also sie ist auf jeden Fall schön dick, ne? Ist krass. Wir wissen, dass es ein Quatschtest ist, aber man muss ja mal gucken, wie leistungsfähig die Folie ist. Ja. Ah, auch durchgestochen, direkt. Ja. Und es war nicht die scharfe Kante. Oh, aber direkt sogar. Ja, direkt durch. Ja, weil die ganze Energie auf so eine ganz kleine Stelle ist. Okay. Also wenn man hier noch so. Ah, ich weiß nicht, bisher Unterschied Fensterfolie oder. Ich hab's halt nicht in der Hand, ne? Ich bin gespannt, was deren Fazit ist. Was nur aufs Material geht, nicht auf die Größe. Mal guckt. Ja, geht direkt durch. Ja. Das kannst du auch mal mit einem Ultralight-Top machen, das ist dann auch durch. Also du kannst wirklich keinen Zug über eine Kante geben. Ja. Das macht sie. Okay, der kleine, boah, krass. Okay, wir müssen trotzdem dann aufpassen mit Ästen, Alter. Ja, klar. Das muss am besten hier. Aber das musst du doch auch bei einem Tarp. Richtig geschält werden. Oh Gott, oh Gott. Na gut. Heftig. Ja, aber das. Mal irgendwas Erdölmäßiges brauchen wir. Ja. Ja, musst du halt echt super vorsichtig. Aber wirklich hinlegen, super vorsichtig. Weil sobald da einmal ein Stich drin ist, dann hast du verloren. Also, ich meine, selbst wenn da ein Loch in der Folie drin ist. Ist immer noch tausendmal besser als mit Naturmaterialien. Dann hast du halt eine Stelle, die nicht ganz dicht ist. Und darüber ging es ja jetzt eigentlich gut. Wenn man wirklich dann Zeit hat und einmal richtig das gut machen will, dann muss man das halt akkurat entasten und nicht so wie wir kurz. Weißt du, was du wahrscheinlich machen musst? Fehlen. Nee, zu aufwendig, viel zu kraftaufwendig, Moos drunterlegen. Also ja, schon mal ist richtig. Eine Grundfläche Moos. Aber trotzdem, so eine Dinger müssen weg. Also du musst auf jeden Fall in irgendeine Form Axtkopf oder so. Oder du nimmst Schleifpapier. Oder eine Raspel noch mit und raspelt erstmal alles schön rund. Ja. Ja, okay, krass, Alter. Also ich hätte mehr erwartet, bin ich ehrlich. Ich würde mal ganz gerne testen, wie man es dann abspannt. Wir zeigen euch mal eine Ecke, wie wir uns das gedacht haben. Ja. Wenn man dann das Moos und so weiter, also eine Grundkonstruktion gebaut hat, muss man das natürlich auch irgendwie so ein bisschen in Anführungszeichen drüber spannen, weil du kannst es nicht einfach rauflegen, fliegt der direkt weg. Da ist die Idee, dass man hier einfach so ein Steinchen reinlegt, das hier eindreht und dann einfach... Mit ein bisschen Band, mein Finger festzurrt. So, oder? Weil jetzt kann die an einer Stelle nicht reißen. Jetzt hat die ja ganz viele Bänder sozusagen und so, müsste jetzt eigentlich stabil sein. Ja. Ja, ist er auch. Also, warte, ich kann das ja nicht halten mit der Dünnstruppe, so vielleicht. Ja. Ja, passiert nichts. Ja, so ist geil. Ja. Und dann kannst du den ja theoretisch hier irgendwie einfach oben reinhängen. Zum Beispiel oder festknoten. Oder unten auf dem Boden. Muss halt wirklich aufpassen. Am geilsten wären natürlich runde Steine, ne? Ja. Oh,
ja, irgendwie dann so, genau. Gehst hier rüber, stellt euch vor, die Folie hätte keine Löcher. Und dann machst du hier Stein, drüben dasselbe. Genau, und dann bindest du es an den Stein fest. So. Zack, so. Zack. Dann hast du hier hinter noch einen Haufen. Okay, das ist ja richtig Stein. Geil. Ja. Ja. Mich würde mal jetzt hoffentlich kommt das noch deren Fazit interessieren zum Thema, was sie besser finden vom Material. Die Fensterfolie oder die Rettungsdecke? Auch, ja. Ja, wir machen es ja dann wahrscheinlich mit einer etwas größeren Folie, ne? Ja, und dann okay. Über ein A-Frame. Aber muss ja. Man halt gucken, was ja. Da ist. Aber das ist auf jeden Fall so die Möglichkeit, eine Folie abzuspannen. Fazit der drei Folien. Jo. Folie Nummer 1? Wir fangen mal von der schlechtesten zur besten. Ja, Malerfolie. Malerfolie kannst du absolut in den Tonner hauen. Wer damit an den Start geht, braucht entweder sehr viel Glück oder hat gelitten. Ja, also die ist wirklich gar nichts. Also die ist viel zu dünn und viel zu dünn. Ja? Und noch windanfälliger als die anderen Folien beim Aufbau. Und ziemlich dünn ist sie leider. Und dünn ist sie auch noch. Lang und dünn. Sehr, sehr dünn. Ja, also kannst du nicht gebrauchen. Ist Mist. Ist wirklich Much. Rettungsdecke und Fensterfolie. Ja. Sehe ich persönlich jetzt, ohne es mit Anni abgesprochen zu haben, ja? Auf einem Level ungefähr. Ich finde die Rettungsdecke ein bisschen schlechter, muss ich sagen. Wegen der Maße wahrscheinlich, ne? Ja. Na gut, aber Maße gibt's ja, das kriegst du ja vielleicht noch hin. Die kriegst du ja nicht an anderen Maßen, oder? Die gibt's wahrscheinlich hin. 2,10 x 1,60 ist, glaube ich, das Größte, was es gibt. Du kannst halt höchstens sagen, du nimmst so einen Biwaksack, ja. Aber ist halt auch für einen Eimer. Nee, das ist nix. Ja, also, also Rettungsdecke habe ich mir mehr versprochen, muss ich sagen. Fand ich als Idee besser, als ich es jetzt ausprobiert habe. Geil wäre, wenn man den Platz hätte, dass man die dann nutzt, um innen drinnen das Shelter nochmal auszukleiden. Ja. Damit du halt die Wärmereflexion vom Feuer hast. Das wäre halt so mega. Ja, aber für so eine Kleinigkeit haben wir keinen Platz mehr, nee. Kannst du vergessen. Ja, damit wisst ihr ja schon, was wir am besten finden eigentlich. Obwohl wir da auch schon ein bisschen enttäuscht sind. Fensterfolie, ja, ne? Ich habe mir viel von der Fensterfolie versprochen, weil die so stabil gewirkt hat. Also ist sie auch, aber, ja, trotzdem an. Spitzenböse. Also, ja, mach schnell irgendwo am ersten Tag die Folie rüberschmeißen. Nee, auf geht gar keinen nicht. Fall, weil sonst zerballerst du dir die. Und dann hast du auch die... Krass, aber es ist trotzdem immer noch die beste Wahl. Also es ist schon mal gut zu wissen, dass das andere so ein bisschen... Ich überlege gerade, Jeff, du baust halt auch den Shelter, bist super vorsichtig, alles passt, spannt das ab, aber es kommt dann einfach, keine Ahnung, von oben aus der Krone mal ein kleines Ästchen von oben runtergefallen und zerwickst dir halt einfach dann die festgespannte Folie. Ja, aber jetzt müssen wir müssen aufpassen, Alter. Mega, hätte ich nicht gedacht. Also wirklich. Krass entasten und dann noch zur Sicherheit kontrolliertes Moos drunter legen, dass da auch keine Ästchen oder sowas drin Also die ganzen Internet-Ramos, die geschrieben haben, ja, Thermofolie, gar kein Problem, ist schon wieder bewiesen, absoluter Schwachsinn, die Aussage. Ja. Ist kein Problem, ist Internetgelaber. Ja. Hat man jetzt gesehen. Aber finde ich geil, dass die Jungs sich damit beschäftigen und halt mal dieses ganze Rumgelaber von der Theorie, was alle mal schreiben, einfach mal auf die Probe stellen. Finde ich richtig gut. Jet, was sagt ihr? Unabhängig von der Größe, Rettungsdecke oder Fensterfolie? Rettungsdecke oder Fensterfolie? Ich habe auch nicht so eine richtige Meinung, ne? Wenn die Leute uns jetzt kostenlos unterstützen wollen, was können die Leute machen? Ja, ihr geht jetzt hier einfach mal unter das Video. Da ist so ein Knopf, da steht Abonnieren. Den drückt ihr einfach mal und dann seht ihr noch viel mehr von unserem Dulli-Content. Vielen Dank für eure Unterstützung. Nächste Sache, die wir testen wollen, die uns auch häufig empfohlen wurde, ist... Rettungsdecke, meine ich, überzeugen, Rettungsdecke. Ich würde sagen, es sind ein bisschen mehr für Rettungsdecke. Beides Shit. Naja, was willst du sonst nehmen? Okay, wir gucken mal weiter. Ja, Angelschnur. Das ist so dein... Angelschnur. Das ist so dünne Dyneema-Cord. Auf der Rolle sind 100 Meter. Das kriegst du an Paragord niemals in die Flasche rein. Und die soll wohl bis zu, ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier haben, irgendwie 45 oder 60 Kilo Bruchlast haben. Was ja schon mal relativ... Hey, warte mal, aber ist das jetzt keine Angelsehne? Was ist denn das? Angelsehne dynamisch? Nee. Dyneema. Okay. Auch ein spannendes Ding. Viel ist. Also natürlich auf Zug, ne? Wenn irgendwie so ein geflochten dicker Hecht dran Dinger, ist. Aber damit kann man ja alles machen irgendwie. Ja. Aber man kann zum Beispiel auch sein Lager bauen, beziehungsweise ein Dreibein. Wozu braucht man ein Dreibein? Fürs Lager vielleicht? Oder, also um Stützen zu bauen, ohne dass du einen Baum benutzt oder so, der wackelt. Und wir wollen jetzt einfach sehen, wie stabil ist es wirklich? Taugt es was, um irgendwie was miteinander zu verzurren? Genau. Einfach, um halt herauszukristallisieren, müssen wir jetzt Paracord mitnehmen oder reicht wirklich diese Schnur? Die reicht. Du kriegst halt viel mehr mit. Viel mehr. Der Vorteil bei Paracord im Autobereich, und deswegen wird das ja da auch viel benutzt, ist halt, dass du es entspannt verknoten und wieder aufbekommst, dass du halt dein Lager aufbaust und am nächsten Tag alles wieder abbaust und weiterziehen kannst. Deswegen nutzen ja viele oder ich auch Paracord.
Aber rein von der Bastelgeschichte, wenn das da einfach dann bleibt, beziehungsweise dann halt ganz zum Schluss das wieder abgebaut wird, sollte das auf jeden Fall funktionieren. Ja. Und deswegen probieren wir es jetzt aus am Dreibein. So, wie viel Schnur nehmen wir? Ja. 2 Meter oder 4 Meter? 4 Meter ist schon fast zu viel, oder? 2 reicht, glaube ich. 2, ja. Na gut. Das ist auch immer ganz interessant zu wissen. So eine Armlänge von mir ist 1,90, also ungefähr 2 Meter. Ja. Ja? Wenn man sowas vorher mal abmisst, dann hat man immer ein grobes Maß, wie viel man... Armlänge ausgestreckt ist halt einfach Körpergröße, ne? Ist halt das Gleiche. Das brauchst halt nicht ausmessen, sondern du weißt ja mal, wie groß du bist. So eine Rolle wegnimmt. Das sind exakt 20 Zentimeter. Messt bei es den nach. Meisten Menschen sogar. Ja, messt es. Ja, das sind es. Na. Ja, also Daumen sind 2. Spitze zu Spitze. Daumen sind 2. Ringfinger ist 1. Oder kleiner Finger? Ne, kleiner Finger ist 1. Ja. Ja. Faust ist, glaube ich, 10. Also. Das ist perfekt. Hier 40. Schon hast du 40. Ja? 40? Ich glaube, das sind 60. Müssen wir nach. Ja, klar. Ah, nicht ganz. 50. Ja. 50 bis 60, ja. Ja, siehst du? Und das ist muss man schlecht. Wissen. Ist nicht schlecht. Ein Fuß sind ca. 30. Ja? Survival! Also, wir legen hier 3 Stöcker hin. Ungefähr gleich lang. Ne, was heißt ungefähr? Die sind gleich lang. Die müssen gleich lang sein. Und der mittlere wird quasi so hingelegt. Ja, ja, okay. Wollte gerade sagen. Okay, die gleiche Technik. Ich sag mal, so eine Faustbreite braucht man. Zack, haben wir. Das ist relativ easy jetzt hier. Gerrit hat schon eine Schlaufe vorbereitet und tängelt die jetzt rum. Einmal tängel. Durchziehen tängel. Zack. Es ist halt ein bisschen hält, ne? Mehr Firlefanz. Das auf jeden Fall. Das haben wir schon öfters probiert. Ja. Ob das jetzt mit so einem dünnen Ding, ob es sich so aufverkeilt sozusagen. Ja, ich habe halt irgendwie Angst. Also ja, auf Zug, klar, sehe ich, dass die das hält. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Die Frage ist halt, wie verhält es sich denn, wenn da jetzt auch so Klemmspannung drauf kommt, weißt du? Ja, mal gucken. Die gute alte Klemmspannung, man kennt sie. Ja, und jetzt sie. Einfach durchfädeln. Einfach immer wieder zack, weben. Zack, unten, rum, quasi. Bis die Schnur alle ist. Wie nochmal? Zack, 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 oben, unten, rum. Okay. Genau. Aber... So, das Ding müsst ihr jetzt einfach nur... Ja, eigentlich fehlt noch die... Das, man geht eigentlich dreimal so rum ungefähr und dann wirbelt man halt nochmal diese Knotenpunkte ein bisschen rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aber geht? Ja, yeah, mal gucken, ob es geht, ne? Ja, ich glaube, reicht schon jetzt so. Das ist jetzt schon straff. Ja. So. Und jetzt habt ihr eigentlich ein Dreibein. Ja, wir hätten es oben noch ein bisschen länger lassen können. Ja, pipapo. Okay, nächstes Mal 2 Fäuste. Ja, hält. Krass. Ja. Ja, ich glaube, ja, wir hätten es länger machen müssen, damit der hier quasi da oben reingeht. Ja. Okay, also doch nicht eine Faust, wir machen nächstes Mal 2 Fäuste. Ja, ihr macht jetzt alle so. 2 Fäuste. Aber so ist gut. Hast du ja, so stimmt, 2 Fäuste wären besser. Zack. Ja, okay. So, und dann ist gut. Ah, deswegen testen wir das ja alles, aber es funktioniert. Ja, es hält ja auch. Oder statt 2 Fäuste einfach die gezeigten 20 cm. So, ja. So, weil wenn du hier noch ein bisschen mehr stehen hast, kannst du auch oben was reinlegen, ja. Und so. Wie aber geil ist das? Wie gesagt, hier zum Kochen Schnur ranhängen oder irgendwas. Oder zum Bauen. Also wie gesagt, wenn ihr nicht an den Bäumen irgendwas anbauen. Mal gucken, ob es mich auch hält. Ich glaube, da knacken eher die Stöcker, Alter. Ist schon geil. Und schon hast du ein Dreibein. Fazit der Sache, man braucht wenig Material, also 3 Stöcker und ein bisschen Schnur und hat viel Ergebnis, würde ich mal sagen. Guter kleiner Skill. Vielleicht testen wir das dann auch nochmal, wenn wir hier so ein bisschen stabilere Dinger nehmen noch. Ja. Wie krass man die dann mit einem Querbalken belasten kann, wenn du 2 hast. Stimmt. Ob man dann hier Hüftaufschwung an dem Ding macht. Da will ich auch von Gerrit meinen Hüftaufschwung sehen. Ja. Ja, für einen Shelterbau. Kann ja auch sein, dass wir irgendwie. Was passiert, wenn man Schnur oder Paracord an die Kleidung nähen würde? Naja, das würde dann spätestens beim letzten Check-up auffallen und dann würde es heißen, gut, schön, dass du bisher gekommen bist. Viel Spaß auf dem Weg nach Hause. Ist natürlich verboten, Leute. Natürlich kannst du dir nicht einfach irgendein Paracord oder irgendeine andere Sache an deine Kleidung nähen. Sonst nähe ich mir, keine Ahnung, einen Tarp an Ärmel oder was. So. Irgendwo ausgesetzt werden, obwohl, wenn da keine Bäume stehen, dann kannst du auch sowas nicht bauen. Das kannst du die Karten legen, du. Ja, aber... Also auf jeden Fall, wo keine brauchbaren Bäume stehen, an denen man dran bauen kann. Das kann ja auch sein. Ja? Ja? Hüste. Das improvisieren ist top. Für die nächsten 2 Tests brauchen wir jetzt Feuer und das machen wir jetzt erstmal an. Okay. Ja, Schnur. Also ich glaube auch, Paracord ist Quatsch, weil es einfach zu viel Volumen wegnimmt. Klar hat das mehrere Innenstränge und so weiter, aber du kannst auch einfach gleich irgendwas mitnehmen, das quasi ähnlich ist wie die Innenstränge. Ich habe tatsächlich schon eine Schnur rausgesucht, mit der ich sehr zufrieden bin, aber vielleicht gucke ich mir mal den Nehmerzeug auch nochmal an. Nächster Test. Bitte, Gerrit, gib ihn. Wir haben hier so eine Tüte. Oh, oh. Vielleicht hat es jemand schon von euch gesehen, diese asiatische Oma, Plastiktüte über dem Feuer. Suppe kocht. Fischsuppe kocht oder sowas. Ja. Da dachten wir uns beim ersten Mal gucken, what?
ist das eine Fake-Tüte, funktioniert das wirklich? Dann hat man Kommentare gelesen, angeblich soll das gehen, weil die Theorie dahinter ist, dass Plastik wohl schlechter wärmeleitfähig ist als das Wasser also die Hitze zuerst aufnimmt, dadurch halt kocht und das Plastik vom Schmelzen bewahrt, weil der Schmelzpunkt von Plastik halt höher ist als der Siedepunkt von das Wasser. Das sah so crazy aus, dass wir es wirklich ausprobieren wollen. Wir schütten hier jetzt Wasser rein, hängst du über das Feuer und schauen, was passiert? Ja, weil... Ich sag, wie es ist. Drückt jetzt kurz Stopp aufs Video. Schreibt in die Kommentare, ob er steckt. Schreibt in die Kommentare, ob das funktioniert mit der Tüte. Ich glaube, es funktioniert. Naja, gut, wir werden ja sehen. Magst du die noch mal so ein bisschen entrinden? Wir wissen doch, was mit Plastiktüten passiert. Oh, oh. Also ich bin halt generell, ich finde es, ich nehme lieber weniger mit, aber dafür vollwertige und ordentliche Sachen, als so dieses, weiß ich nicht. Vorsichtig. 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 Jetzt schon. Bisschen niedriger vielleicht, aber nicht viel. Ist schon in Ordnung. Ja. Es flatscht. Es flatscht. Top. Quatsch. Mega. Oh man. Ah. Oh man. Nee, ist doch geil. Da vorher sieht es doch aus. Enttäuschung. Krass, ich hätte gedacht, dass es echt funktioniert. Tja. Am Ende fragst du dich immer, woran hat er die Lehen? Fazit der Plastik-Koch-Sachen-Aktion. Müll. Es hat kurzzeitig funktioniert. Ja. Bis eine Sekunde. Irgendwie die Flamme halt das getätschelt hat, was halt ohne Wasser war. Genau, also positiv war bei der Aktion ja, wo das Wasser drin ist und das Feuer die Hitze rangeht, geht nicht kaputt, aber da wo die halt nicht ist, geht die kaputt. Ja. Müssen wir nochmal ausprobieren? Eine andere Tüte? Stabilere Tüte mit mehr Wasser drin? Ja, safe. Weil wir, das waren jetzt hier diese Gemüsetüten, hat Anja gesagt, ja. Die kannst du halt nicht so voll machen. Ja. Ja. Und dementsprechend müssen wir nochmal testen, ja. Aber es jetzt hat so semi-funktioniert. So, ja. Es hat so semi-funktioniert. Ja, ja, ja. War, glaube ich, auch ein bisschen Nutzerfehler. Wir müssen nochmal beigehen. Mhm. Ist der Test. Alufolie. Als okay, das haben wir schon gesehen, das Müll, das funktioniert nicht. Was ist realistisch, hätte ich jetzt gefragt. Ja. Das sind jetzt, warte. Du musst überlegen, du musst die ja auch erst schon mal irgendwie knicken oder irgendwie was machen, damit du die erstmal in die Flasche kriegst. Und dann musst du die aus der Flasche rauskriegen, wieder entwirren. Bisschen mehr als 2 Meter. Und daraus machen wir jetzt eine Schale, also ein Kochgefäß. Ja, aber knick das erstmal so, dass du es in die Flasche reinkriegst, dann holst du aus der Flasche wieder raus und dann baust du erst den Topf. Und guck mal, wie... Das ist es wahrscheinlich schon, so vom Maß her fast, vom Prinzip her schon, ja. Ja, Niklas, dann gucken wir mal. Niklas ist im Chat, guckt hier, das nimmt das 1,2K Survival-Tür mit. Niklas, wir gucken gleich als nächstes dein Video an, mit deiner Special-Flasche. Wünschen die Leute sich alle. Mal quasi, wie lange das hält, dass es wirklich nicht durchbrennt. Ist ja erstmal die große Frage, wie faltet man das am dümmsten? Na, mit der Flasche. Dass da wirklich eine Schale draus wird. Vielleicht so? Mit der Flasche als Schablone. Eine Schale wird es ja nicht, aber es wird so ein Becken. Das Ding ist, da darf halt auch nichts gegenkommen. Sonst hast du halt auch direkt wieder die Brille auf. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Nee, ist doch top. Wie findet ihr es? Ich könnte dir... Alter, war es heiß. Ich kann dir Handschuhe aus Alufolie bauen. Ja. So. Wie ist das Ergebnis? Also, das schlecht. Hier so ein bisschen geblubbert hier und da mal. Also, so richtig gekocht hat es nicht. Nee. Es fängt ein bisschen an zu sieden, aber das ist ja auch ganz viel verdampft hat einfach logischerweise ohne Decke. Mhm. Also, da sieht man mal wieder... So richtig Sinn hat es nicht? Nicht optimal auf jeden Fall. Na, weil wahrscheinlich nicht genug Hitze durchkommt durch diese 4 Schichten Alu. Deshalb kommt es halt nicht schnell zum Kochen, kocht dann einmal und ist gut. Ja. Sondern erhitzt sich halt langsam und verdampft und das halt Mist. Ja. Aber es ist zumindest dicht geblieben, könnte man jetzt Es ist dicht geblieben, aber so richtig habe ich jetzt keinen Nutzen daraus, was wir jetzt gemacht haben. Also, ja, schöne Fischsuppe, ist doch mega. Ich muss hier noch mehr Alufolie mitnehmen und Deckel bauen. Ja. Rührwürfel rein. So sieht die Sache nochmal von unten aus. Ja. Manche Stellen, wo es halt richtig drauf lag, sind natürlich schwarz geworden und manche, ja, richtig sauber, komischerweise. Ich glaube, es ist eher andersrum. Da lag es auf dem Holz drauf, was nicht heiß war. Weil es nicht hinkommt, die Flamme. Genau. Ja, stimmt. Und da sind Flammen rangekommen. Ja. Aber es ist zumindest nicht kaputt gegangen. Ich habe auch Videos online gesehen. Also ich weiß noch nicht, wie viele Schichten die gemacht haben, ja. Aber wo es halt auch kaputt ist. Ja, die haben wir auch gesehen. Nicht geworden ist. Also das ist zumindest nicht passiert bei uns. Ist die Frage jetzt, wie oft man damit kochen kann, dass es passiert, ne? Ja. Also ich glaube, hier wird die erste Schicht ist hier schon... Bisschen sehr angeknuspert, ein bisschen, ne? Ist schon so komisch faltig da. Ja, also keine optimale Lösung. Es ist auch super ist viel aus dem Lagerfeuer rein. Also Asche und so ein Scheiß. Ja, weiß ich nicht. Also nee, mag ich nicht die Lösung. Nee. Und jetzt wie mal eine Frage an euch. Was sollen wir denn noch alles für Seven vs. Wild testen? Alles. Was darf nicht fehlen? Wo seht ihr noch irgendwelche Mythen, die wir basten können? Schreibt sie in die Kommentare. Ja. So, Freunde, einige Sachen haben... Fällt euch noch irgendwas ein, Chat? Ich
weiß gerade auch nichts spontan. Funktioniert, einige haben nicht so gut funktioniert. Was auf jeden Fall richtig geil geklappt hat, war das Thema Säge. Bärenspray. Davon bin ich sehr überzeugt, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Nummer. Der ganze Rest war eher so mittel bis schlecht. Weiß man nicht. Aber deswegen haben wir es auch getestet, um das zu erfahren. Ja, genau. Folie ist tippitoppi. Muss man mal gucken. Dieser Eierrasierer muss mit. Ob er damit was geil ist. Der Beutelrasierer. Wir sehen dann in vielen weiteren Folgen, die hier noch folgen werden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann immer nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin. Ciao! Die könnten testen, ob man mit dem Bärenspray einen Lachs würzen kann. So, kann man's machen? Ja klar, Anni, komm, mach. Ich mach's doch schön, okay? Wer kann's am längsten? Wer hält's aus? Wer hält's aus? Was? Oh! Echt? Jetzt ich. Bumm. Schreibt's vorher jetzt in die Kommentare, drückt kurz Stopp beim Video, drückt kurz Stopp beim Video, schreibt's in die Kommentare, funktioniert unser... Komplett lost, geil. Ja, geiles Video, cool, dass sie es auf jeden Fall ausprobiert haben. Schaut gern bei Gerrit und Andi vorbei. Definitiv. Check das mal aus.